Auf der. So, herzlich willkommen, meine Lieben, zu meinem Webinar Ganzheitliches Wohlbefinden, Balance für Körper, Geist und Seele. Ich freue mich sehr, dass ihr euch für mein Webinar registriert habt. Ich hatte da eine Facebook-Kampagne laufen und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Ihr seid wahrscheinlich beschäftigt mit diesem Osterwochenende und nehmt ihr trotzdem Zeit, dass ihr auf mein Webinar kommt. Vielen, vielen Dank. Ja, lasst uns starten. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Und wir gehen mal durch meine kleine Präsentation. Dauert circa so 50 Minuten. Und dann können wir dann am Schluss noch so eine Frage-Antworten-Runde machen. Und ja, und dann schauen wir mal. Ja, herzlich willkommen. Ich zeige euch drei Geheimnisse, wie du dein Wohlbefinden verbessern kannst und dabei Zeit und Geld sparen. So, was ist an meiner Präsentation besonders? Ja, diese Präsentation ist für dich, wenn. Ich muss da mal. Kleinen Moment. Ich muss da mal schnell dieses Dings wegtun hier. So. Ja, dieses Webinar ist für dich, wenn du Selbstverantwortung übernehmen willst für dich und deine Familie, wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du Wissen aneignen möchtest. Wenn du dein eigener Heiler, Heilerin werden möchtest und nicht bei jedem Wehwehchen zum Arzt rennen willst, zur Apotheke gehen willst oder sogar in den Notfall. Also, ich war so schockiert nach Weihnachten, als ich dann in der Zeitung gelesen habe, dass wirklich Leute in den Notfall gehen, wenn sie Husten haben oder eine Grippe. Und das hat mich so schockiert und ich habe gedacht, ja, das kann es ja nicht sein und das ist ja auch meine Motivation, warum ich Wissen weitergeben möchte. Ja, und was auch wichtig ist, wenn man weiß, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören und wenn man Kräuterwissen mag und wenn man offen ist für Heilwissen unserer Vorfahren. Ja, ich verspreche dir, du wirst in diesem Webinar lernen, erstens, was das Wort Schamanismus, ganzheitliches Heilen, wirklich bedeutet. Wie man mit einer Gratistechnik einfach Depressionen und Burnout behandeln kann. Ja, das gibt's. Es wird einfach nicht darüber gesprochen. Alles, was gratis ist und kostenlos ist und der Menschheit behilflich ist, das wird einfach unter den Teppich gekehrt. Schließlich will die Pharmaindustrie uns ja alle ja, für blöd verkaufen, dass man all ihr Gift schluckt. Und alles, was gratis ist, ja, soll der Mensch ja nicht wissen. Ja, ich werde euch zeigen, was Magenbeschwerden mit Löwenzahnblüten zu tun haben und wie man schnell und effektiv Grippesymptome lindern kann und eine Grippebombe herstellt. So, bleibt bis am Ende dieses Webinars aufmerksam, legt das Handy weg, schaltet den Fernseher aus. Ich habe am Schluss nämlich noch ein Geschenk. Es wird wirklich ganz, ganz spannend, was ich hier euch bieten darf. Ja, zu meiner Person. Ich bin Manuela Ullram. Ich habe The Living Harmony gegründet, 2019. Und es geht mir einfach darum, die Leute zu inspirieren, motivieren und wirklich Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wir haben ja alle gespürt, was da vor, ja, 4 Jahren passiert ist. Jeder Mensch hat das auf dieser Welt gespürt. Und ja, man soll ja selbstständig und unabhängig werden. Ja, zu meiner Ausbildung. Ich habe eine Ausbildung gemacht als schamanische Beraterin bei Vadim Tschentse. Er ist russischer Schamane, lebt seit 4 Jahren in der Schweiz. Und ich habe bei ihm die Ausbildung gemacht und 2022 abgeschlossen. Ich habe bei ihm sehr viel Wissen aneignen können und dieses Wissen mich so fasziniert. Und ich habe immer wieder die Leute gefragt, kennt ihr das? Und alle haben gesagt, noch nie gehört. Und dann habe ich ja auch, ja. Will ich das auch weitergeben? Ja, seit 2006 arbeite ich mit Energie. Ich bin zertifizierte Feng Shui-Beraterin, Medium, spirituelle Heilerin und ich habe jetzt noch eine Ausbildung gemacht in Tierkommunikation. Also, falls ihr Hund, Katze, Pferd habt und ihr möchtet wissen, wie sich das Tierchen fühlt, ja, könnt ihr mir auch schreiben. Mache ich auch. Ich habe meine eigene Gesundheitspraxis in den Bergen in der Schweiz und ja, ich habe viele Ausbildungen gemacht in England, im Arthur Findlay College.
Und ich habe auch, hatte einen Workshop in Barcelona über schamanisches Heilen und ich wurde ausgezeichnet letztes Jahr Spiritual Healing und Coaching Company. So ein bisschen zu meiner Person. Ich will ja nicht zu viel auf mich eingehen, aber damit ihr ein bisschen wisst, wenn ihr da vor euch habt, ist noch mein Zertifikat. Das ist noch meine Auszeichnung, die ich bekommen habe. Ja, und dann lasst uns mal beginnen. Ja. Was auch wichtig ist, ganzheitliche Heilung oder wir können es schamanisches Heilen nennen, ersetzt keinen Arzt oder Heilpraktiker. So, lasst uns auch direkt zum Thema springen. Wie erreiche ich, dass ich mein eigener Heiler werde? So, in meiner langjährigen Erfahrung habe ich festgestellt, es gibt immer wieder diese Hindernisse. Und ein paar dieser Hindernisse ist immer so, ja, das ist doch alles. Das ist eine Sekte, das ist alles Hokuspokus, das ist nur für gewisse Leute. Das sind einfach diese Glaubenssätze, die man uns irgendwo eingepflanzt hat. Natürlich, dass man ja auch Pillen schluckt und nicht an sich selbst ja, arbeitet oder Wissen aneignet. Also einfach immer so, ja, das Volk immer so ein bisschen klein und dumm halten, das hat man ja am liebsten und dass man ja mit jedem Wehwehchen ja irgendwelche Pillen schluckt. Aber die Zeiten sind vorbei. Ich bin ja hier. Und nun möchte ich euch mit euch diese Hindernisse mal durchgehen und sie auflösen. Und auch mal zeigen, was es in meinem Leben verändert hat. Also ich war jahrelang auch auf der Bank. Ich war 11 Jahre bei einer großen Bank in Zürich. Und vor 2 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und seitdem ich war sehr viel krank, als ich auf der Bank war, weil ich sehr, sehr unglücklich war. Und dann habe ich dieses ganzheitliche Heilen nochmal entdeckt, neben dem spirituellen Heilen. Ja, und seitdem bin ich sehr, sehr, sehr glücklich und zufrieden und ich war auch nicht mehr krank. Ja, vielleicht mal eine kleine Erkältung, das ist halt im Winter normal. Ja, was erwartet dich in diesem Webinar? Also, wir haben Hindernisse und ich habe eure Lösungen. So, ganzheitliche Heilung, hier habe ich das nochmal zusammengestellt. Schamanisches Heilen ist eine Sekte. Nein, es ist keine Sekte. Schamanisches Heilen ist Hokuspokus. Auch das ist nicht richtig. Das gibt es seit Hunderten von Jahren. Und es ist doch nur zugänglich für gewisse Leute. Nein, ist es auch nicht. Und das werde ich euch jetzt im Detail ein bisschen aufklären. So, ganzheitliches Heilen ist völlig normal. Aber was bedeutet zum Beispiel auch das Wort Schamanismus? Es gibt so viele Leute, die sich von diesem Wort irgendwie abschrecken lassen. Aber Schamanismus heißt nichts anderes als Arbeiten mit Energie und Feuer. Und das ist übersetzt aus der russischen Sprache. Ja, und dann heißt es, ja, es ist vielleicht eine Sekte, ja, aber das ist alles auch ein falscher Glaubenssatz. Denn schamanisches Heilen betrachtet den Menschen als ganzheitlich. Wie ich ja gesagt habe, wir bestehen aus Körper, Geist und Seele. Und das Ganzheitliche heißt, wir schauen den physischen Körper an, den emotionalen, mentalen, spirituellen Aspekt. Und hier geht es einfach um das Gleichgewicht von, ja, und Harmonie zu schaffen. Harmonie in all diesen Bereichen. Also wenn man zum Beispiel, Leute haben immer wieder einen Schnupfen. Ja, klar kann es ja mal, wenn man erkältet ist, in einem Flugzeug sitzt, kann das auch sein. Aber wenn das immer, immer, immer wieder kommt, dann muss man tiefer gehen und dann heißt das, kann man auch sehen, naja, der hat ja auch die Schnauze voll, so wie man das auf Deutsch sagt. Er hat irgendwie die Schnauze voll. Ist es ein Job? Ist es eine Beziehung? Ist es sonst irgendwas? Und so ist einfach dieses Ganzheitliche. Und jede Krankheit hat ja auch einen emotionalen Ursprung. Also eine Krankheit kommt nicht einfach so, tra, tra, hier bin ich, sondern es hat alles einen emotionalen Ursprung. Ja, hier noch ein paar Fotos. Ein bisschen zur Auflockerung. Ja, ihr kennt sicher das Chakrasystem. Heilung mit Tieren. Tiere sind sehr heilsam. Dass wir alle miteinander verbunden sind, natürlich. Ich bin hier im Garten mit meiner schamanischen Trommel. Die Pflanzen lieben die Musik, die Trommelklänge lieben sie sehr. Ja, und die Natur, Vater Himmel und Mutter Erde, das alles gehört zusammen. Einfach so einen kleinen Ausflug noch zu den Chakren. Wenn ihr euch das ja bekannt ist, ich nehme mal an, ihr kennt das sicher. Ich will ja auch nicht zu viel Zeit damit verbringen, aber jedes Chakra ist ein Energiezentrum und alle Organe sind auch damit verbunden. Also zum Beispiel unten, wenn wir anfangen im roten Chakra, das Wurzelchakra,
Das ist ein Stein der Hämatit. Hier geht es um Erdung und Ängste. Durchblutung, das Rot steht auch für das Blut. Wenn man kalte Hände, kalte Füße hat zum Beispiel, ja, dann ist das Wurzelchakra irgendwo nicht im Gleichgewicht. Und das zweite ist das Sakralchakra. Da ist die Farbe Orange zugeordnet. Hier geht es um die Fortpflanzung, Prostata, Darmkrämpfe und so weiter. Also jedes Chakra hat seine Funktion. Und wenn man halt nicht im Gleichgewicht ist, wie zum Beispiel Solarplexus, wenn man da irgendwie Pankreas, Bauchspeicheldrüse Probleme hat, dann ist irgendwo da in diesem Energiefeld etwas nicht in Ordnung. Ja, und der Solarplexus ist auch sehr wichtig. Es steckt auch das Wissen drin oder das Bauchgefühl, wie man auch so sagt. Leber, Galle, Magen, Darm. Beim Grünen, das Herzchakra, das ist ein Aventurin. Und man kann zum Beispiel hier in diesem Herzbereich auch ein Aventurin drauflegen. Hier geht es um Liebe. Auch die Geldenergie ist hier im Herzchakra. Und hier geht es auch um Hingabe, Brustkrebs, AIDS, also auch ganz viele Krankheiten, die man hat, die Leute bekommen, wenn etwas im Herzchakra ist. Halschakra, ja, da ist die Farbe Türkis. Ein Larimar ist hier zugeordnet. Hier geht es um Kommunikation, Schilddrüsen, Asthma, Bronchitis, Hals, Ohren, Zähne. Stirnchakra, ja, das ist das dritte Auge, steht für Intuition, wenn man Migräne hat oder Sehstörungen. Ja, und das Kronenchakra, hier ist der weiße Kristall zugeordnet. Hier geht es um Spiritualität, höchstes Bewusstsein, aber auch Depressionen und Parkinson oder Demenz. Ja, in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, kennt ihr das auch, so viele Leute sind dement und das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, alle Altersheime haben nur noch demente Leute. Da ist auch dieses Kronenchakra, da ist etwas, da ist der Wurm drin. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben aus meinem Leben. Also ich bin auch 52, ich habe auch schon einiges erlebt. Und ich hatte 2010 ein Burnout. Eine mittlere Depression wurde von meinem Arzt diagnostiziert. Ja, ich arbeitete in einem sehr, sehr toxischen Arbeitsumfeld. Ich war in so einer wirklich verrückten Firma in Zürich. Ich hatte sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung und toxische Kollegen. Nein, es waren keine Kollegen. Ja, das Arbeitsumfeld war wirklich sehr, sehr toxisch. Das hat mich wirklich sehr krank gemacht. Mein Fehler im Nachhinein war, ich konnte nicht Nein sagen. Ich war so wie ein Lastesel, wenn man mich gefragt hat, kannst du das und das noch übernehmen? Kannst du dieses Projekt machen? Ich immer so, ja. Wie so ein Esel, der immer Ja sagt. Und ja, das Ergebnis war dann, dass ich dann einen Zusammenbruch hatte und in ein Burnout fiel. Und ich hatte dann wirklich gedacht, boah, was soll mir da noch helfen? Aber ich bin schon seit vielen Jahren ja auch spirituell unterwegs, ging dann zu einer Heilerin 2010 und sie sagte mir, Manuela, mach du die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Und ich habe zuerst gedacht, um Himmels Willen, was ist denn das? Noch nie gehört. Und dann hat sie mir das erklärt, das sind 12 Wochen lang, tue ich Muskeln anspannen, also, jetzt seht ihr das, so, Fäuste machen, anspannen, loslassen. Anspannen, loslassen. Und durch dieses Anspannen und Loslassen gibt es Impulse ins vegetative Nervensystem. Ist eine Gratistechnik, die man zu Hause machen kann. Man sitzt einfach auf einem Stuhl und ich hatte damals eine CD gekauft und man macht das dann von den Füßen bis zu den Wangen, wo man Muskeln anspannen und loslassen. Das ist zum Beispiel auch für Bluthochdruck. Es bringt den Bluthochdruck auch wieder runter. Ja, am Anfang habe ich gedacht, um Himmels Willen, das soll helfen. So quasi, das kostet ja nichts. Und das soll helfen. Und ich hatte wirklich keine andere Wahl. Und ich habe gedacht, ja gut, das ist umsonst, machen wir das. Und ich habe dann dreimal pro Tag, 12 Wochen lang, meine Muskeln angespannt und losgelassen. Anspannen und loslassen. Und ich war nach 12 Wochen wieder in der Lebensfreude. Ja, man konnte es fast nicht glauben. Ich war wirklich sehr, sehr in einer dunklen Zeit. Und diese Muskelentspannung hat mir sehr geholfen. Und das ist auch so etwas, was ich der Menschheit mitgeben möchte. Ja, wie viel Gratistechniken es gibt.
und überhaupt darüber wird gar nicht gesprochen. Wer von euch hat das schon mal gehört? Schreibt mir doch mal in den Chat. Das würde mich jetzt echt interessieren. Wer die progressive Muskelentspannung kennt, schreibt mir eine 1, wenn ihr sie kennt, eine 2, wenn ihr sie nicht kennt. Ah, super, du kennst sie gut, sehr schön, sehr schön. Wow, du bist eine der wenigen. Sehr schön, sehr schön. Ja, die meisten kennen es nicht, aber toll, kennst du das auch schon. Ja, das war so ein bisschen jetzt aus meinem Leben. So, nach 12 Wochen waren meine Depressionen weg und meine Lebensfreude war zurück. Und das ist etwas, so eine Geschichte, die ich einfach gern teilen möchte, weil es mir selbst passiert ist. Es ist nicht irgendetwas, dass das jemand und jemand mir mal erzählt hat. Und ich habe ohne Medikamente bin ich wieder aus meiner Depression rausgekommen, rein in die Lebensfreude. Und ich hatte das Einzige, was ich so also genommen habe, war so Lavendeltee, Lavendeltabletten, so. Aber alles, ich habe immer alles sehr, sehr mit Kräutern gemacht. Und ja, das ist auch etwas, was ich halt gerne teile, so etwas aus meinem Leben. Ja, ist doch alles nur Hokuspokus. Das ist auch so ein Satz, den viele Leute vielleicht denken. Diese Glaubenssätze im Fernsehen sehe ich ja gar nicht. Ganzheitliches Heilen. Ja, die wollen ja auch nicht, dass wir etwas wissen. Und, jetzt war ich gerade ein bisschen zu schnell mit meiner Präsentation. So. Eben, es ist auch ein falscher Glaubenssatz, dass es Hokuspokus ist. Ich meine, ganzheitliche Heilung, schamanisches Heilen gibt es seit Tausenden von Jahren. Und es wird weltweit praktiziert. Unsere Ahnen, unsere Großmütter, unsere Großväter, die wussten ja schon lange um die Heilwirkung von Kräutern, Ritualen, Gebeten. Ich habe zum Beispiel eine Tante, die ist über 80, die hat ihr Leben lang nie Medikamente genommen. Und als ich sie letztens getroffen habe, sage ich zu ihr: Was ist denn dein Geheimnis? Und dann hat sie mir gesagt, sagt sie: Ja, weißt du, ich habe immer viel gebetet. Und ich kann mich erinnern, früher meine Mutter hat sie immer so ein bisschen, ja, lustig gemacht über meine Tante, weil meine Tante war sehr gläubig und sie ist jetzt über 80, hat nie Medikamente genommen und hat seitdem gesagt, ja, ich habe gebetet. Und ich fand das so berührend, dass meine Tante, ja, über 80 ist und immer noch sehr gesund und fit im Kopf, auch körperlich. Und es ist schon sehr beeindruckend, was man alles machen kann. Und im Gegensatz, meine Mutter, die hat meine Tante immer so ein bisschen belächelt, weil sie sehr viel gebetet hat, also ihre Schwester. Ja, meine Mutter ist dann vor 4 Jahren gestorben, weil sie halt auch ja, nur Pillen geschluckt hat. Und so finde ich das so ein gutes Beispiel von meiner Tante. Ja, und im Laufe der letzten Jahrhunderte wurde auch Wissen bewusst beseitigt. Das muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Niemand will, dass wir gesund sind. Da müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Hier noch ein paar Bildchen. Ach, wie wir alle miteinander verknüpft sind. Alles ist Energie und wir sind alle miteinander verbunden. Ein zweites Beispiel, das ich gerne euch teilen möchte, ist Magenschmerzen. Ich hatte einen Klient, ich habe ja eine Gesundheitspraxis, ich hatte einen Klient mit Magenschmerzen. Und er war zum Beispiel auch ein bisschen skeptisch und hat gesagt, ja, das kann ja nicht helfen da mit Steinen und Pipapo und Kräuterchen. Dann habe ich ihm Heilsteine draufgetan auf seine Chakren, Löwenzahnblütentee empfohlen und er hat dann Visualisierungen gemacht, die Farbe Gelb in den Solarplexus. Der Klient wurde seine Magenbeschwerden in sehr kurzer Zeit los und wurde auch sehr schnell wieder gesund. Und das wollte ich manchmal zeigen, diese Zusammenhänge. Der Magen ist dem Solarplexus zugeordnet, die Farbe Gelb. Sieht man. Und ja, die Löwenzahnblüten sind auch gelb und die Steine. Und das ist so ein gutes Beispiel dafür, wie alles miteinander verbunden ist. Die Natur ist ja so intelligent. Es wächst ja alles für unsere Haustüre, dass die Löwenzahnblüten ja für unsere Magenprobleme heilsam sind.
Und ein anderer falscher Glaubenssatz, ist doch nicht für jedermann zugänglich, ist doch nur was für Spinner und Esoteriker. Nein, ist natürlich auch nicht. Und zwar, die Wahrheit ist, ganzheitliches Heilen ist für jedermann zugänglich. Und die Wahrheit ist, ja, Wissen ist Macht und ganzheitliches Heilen ist für jede Person interessant, dass er, ja, die Selbstheilung erleben will, auf der physischen, mentalen, spirituellen Ebene. Und es sind auch für Leute, die Selbstverantwortung übernehmen wollen für sich und die Familie. Und eben, wie ich gesagt habe, ja, man soll auch nicht wegen jedem Wehwehchen irgendwo zum Arzt rennen. Man kann ja so viel selber machen. Also ich gehe nie zum Arzt. Ich sage immer, solange meine Knochen noch in die richtige Richtung schauen und richtig platziert sind, brauche ich keinen. Ich mache da alles selbst mit all meinem Wissen. Und da will ich auch dieses Wissen weitergeben. Ja, eben hier noch ein Beispiel. Es ist für jedermann zugänglich, egal ob man im Büro sitzt, ob man Bauer ist, Handwerker. Es ist wirklich für jedermann zugänglich, wenn man es will. Ich habe noch ein anderes Beispiel für euch, zum Beispiel mit Grippesymptomen. Bei Grippesymptomen und Fieber will man sich natürlich wieder besser fühlen. Und mein Klient dachte zuerst auch, ja, aber das ist doch nur was für Idioten und Spinner. Omas altes Wissen anwenden ist vielleicht für gewisse Leute uncool. Ja, aber ich habe ihm dann empfohlen, Zwiebeln in die Socken zu stopfen, einen Tee zu machen aus Knoblauch, das ist dann die Grippebombe, Knoblauch, Honig, Cayennepfeffer, Zitronensaft, Ingwer und ein Tropfen Eukalyptusöl zu trinken. Und schon am nächsten Tag waren die Grippesymptome viel, viel besser. Also sie haben sich wirklich schnell gesenkt. Also hier noch so als Bild, die Zwiebelsocken haben das Fieber gesenkt, weil die Zwiebeln, die ziehen ja aus den Fußsohlen, das sind auch ganz wichtige Punkte, die Fußsohlen ziehen ja diese Giftstoffe raus. Ja, und der Tee ist eigentlich magisch. Knoblauch, Honig, Cayennepfeffer, Zitronensaft, Ingwer und ja, Eukalyptusöl. Und ich muss euch ehrlich sagen, es schmeckt nicht lecker. Es ist ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen eklig, aber es hilft. Und das Wichtigste ist ja, es hilft. Erkennt das eigentlich schon jemand? Schreibt mir mal eine Eins, ob ihr das schon kennt. Ah, sehr schön. Kennst du das auch? Super. Ja, und es gibt so viele Sachen, ja, die man noch kennenlernen kann. Ja, machen wir mal weiter. Ah, warte, ich habe gerade noch mal jemand im Chat. Kleinen Moment. Ich trinke immer Zwiebeltee. Sehr schön, sehr schön. Noch nicht ausprobiert. Ja, kann ich wirklich sehr empfehlen, das auszuprobieren. Wie gesagt, es hilft genial, aber es schmeckt natürlich nicht so der Burner. Also ich tue dann meinen Knoblauch so rauspressen, pluck das alles und man merkt richtig so, ja, wie die Energie wieder fließt. Und, aber unbedingt mal ausprobieren, falls ihr mal so eine Grippebombe braucht. Ja, na, ich fasse mal zusammen. So. In wenigen Minuten werde ich dir einen Weg zeigen, in dem du die Hindernisse am schnellsten und einfachsten überwindest und dein Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen, sowie selbstständig und unabhängig zu werden. Ja, wir sind jetzt keine 20 Minuten in diesem Zoom und du hast schon ganz, ganz viel gelernt, so was das Wort Schamanismus heißt, was ganzheitliches Heilen heißt. Wie man eine Gratistechnik anwendet für die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, die Depression und Burnout lindern kann, was die Löwenzahnblüten mit Magenbeschwerden zu tun haben und wie man schnell und effektiv eine Grippebombe herstellen kann und natürlich Grippesymptome lindern kann, ohne dass man zum Arzt muss und sich irgendwelche teure Mittelchen da verschreiben muss. Bis jetzt hast du schon ganz, ganz viel gelernt in diesen wenigen 20 Minuten.
So, und jetzt geht es an die Umsetzung. Jetzt wollte ich nur noch schnell schauen im Chat, weil dann. Ah, nein, war nichts mehr Neues. Gut. Die Umsetzung für dich ist die folgende, wenn du daran interessiert bist, deine Heilung selbst in die Hand zu nehmen. Dafür habe ich einen kleinen Plan erstellt. Und zwar, wenn es dir bis jetzt gefallen hat, wenn du gedacht hast, wenn du gesagt hast, hey, das ist ja noch cool und so, da habe ich jetzt in 20 Minuten Webinar, habe ich schon ganz viel gelernt. Dann darf ich dir jetzt etwas ganz, ganz Tolles präsentieren. Und zwar habe ich meinen 7-teiligen Online-Kurs über ganzheitliches Heilen erstellt, in dem ich einen einfachen Plan entwickelt habe. Ich habe den Kurs kreiert. Und zwar gibt es einen Einführungsbonus, dreiteilig. Ich habe zu jeder Lektion einen Skript mit 112 Seiten. Da gibt es gratis Mitgliedschaft bei der Living Harmony. Und wir haben noch eine private Facebook-Gruppe mit Gleichgesinnten. Und wir machen jeden Monat einen Zoom-Call mit einer Community. Ich möchte nämlich meine Community aufbauen. Den ersten Zoom-Call machen wir schon nächste Woche mit einem Teil meiner Community. Und ja, das ist so das Ziel, dass wir uns dann austauschen mit Gleichgesinnten. Also ist natürlich alles freiwillig. Und der Inhalt des ganzheitlichen Heilens werde ich euch noch detailliert vorstellen. Hier geht es um Intuition, Selbstliebe, Bewusstsein, wie erkenne ich Energievampire. Es gibt ein Geldritual, Heilung mit Hühnereiern, Heilung mit fünf Elementen, magische Tipps und Tricks, Kräuterwissen und natürlich die Pflanze der Zukunft, die Kalisia-Fragranz. So, in meiner ersten Lektion rede ich über Intuition, Selbstliebe, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ja, der geheime Code der Energievampire. Und wie kann man Energievampire erkennen und wie schützt man sich davor? Man ist manchmal Leuten ausgesetzt in der Arbeit, vielleicht auch in der Verwandtschaft, dass man gar nicht merkt, dass diese Menschen toxisch sind. Ich habe zu jedem Kapitel ein Skript geschrieben. Es gibt einen Test, den man machen kann. Wie erkenne ich Energievampire und wie gut ist meine Intuition? Und bei meinem zweiten Kurs, also meine zweite Lektion, drei Zwecke von Schamanismus und wie lernt man die Aura zu lesen? Und da habe ich einen ganz simplen Trick und wichtige Bedeutung der Chakra natürlich, welche Organe, Krankheiten sind darin verankert und wie man sie heilen kann. Dann rede ich über Verlust von Seelenanteilen. Was sind Seelenanteile überhaupt? Und wie merke ich, wenn ich Seelenanteile verloren habe? Hier habe ich 18 Seiten geschrieben. Es gibt praktische Übungen und am Ende der Lektion immer wieder so eine kleine Aufgabe. Also das heißt, ja, man kann dann die kleine Aufgabe machen und wenn wir uns dann zum Community Call treffen, können wir uns dann austauschen. Ja, und natürlich wichtig, Geld. Wer liebt Geld nicht? Wir machen ein Geldritual natürlich. Die schamanischen Werkzeuge. Ich zeige euch ein Wunschritual. Die Heilung von Depressionen mit Hühnereiern und Wasser. Die Kraft der Gebete und die Kraft der Kerzenfarben. Also zum Beispiel, wenn man ein Geldritual macht, nimmt man eine grüne Kerze. Und auch die Kraft der Farben beim Essen nach dem Ampelsystem. Und hier habe ich auch 23 Seiten geschrieben. Praktische Übungen. Und am Schluss immer wieder eine kleine Aufgabe. Bei der Lektion 4 sind die Themen ja magische Tipps für Glück und Liebe. Was ist spirituelles Heilen? Wie geht's? Heilung mit Symbolen, Energieschutz, Visualisierung ist natürlich ganz wichtig in der schamanischen Arbeit. Aura, Chakra, Reinigung mit Heilsteinen. Und da habe ich auch zu diesem Thema 19 Seiten geschrieben. Und wieder gibt es eine kleine Aufgabe. Lektion 5, hier hat es wieder Chakren und die Bedeutung. Ja, Chakren sind wirklich sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, manchmal wird gar nicht so viel darüber geredet. Aber es ist wirklich sehr wichtig. Und hier auch Heilung mit den Klangschalen, Heilung mit Musik, Liebesmagie, Zauberritual, die Kraft der Gebete. Ja, und hier habe ich noch 14 Tipps
für energetische Reinigung bei Streit, bei Ängsten und die Heilwirkung von Bäumen und Mudras. Also Mudras, das sind so Finger-Yoga, habe ich euch so Übungen im Skript. Da habe ich 12 Seiten geschrieben und wieder praktische Übungen. Das zweitletzte Kapitel ist Kräuterwissen, also von Arnika bis Venushaar, altersschamanisches Wissen, Aromatherapie, wie man sich gesund riechen kann, wieder toxische Beziehungen, die Leute krank machen und vielleicht gar nicht bewusst sind, die progressive Muskelentspannung im Detail beschrieben, wie erweitere ich die Aura, Räuchern, Schutz, Reinigung und Magie. Und dazu auch wieder 14 Seiten Skript. Und mein allerletztes Kapitel, da geht es um natürlich Inspiration. Jetzt kommt ja der Frühling. Ja, ich möchte die Leute inspirieren, den eigenen, ja, Kräutergarten anzubauen oder Gemüsegarten anzubauen. Und ja, klar, nicht jeder hat ein Haus und Garten, aber auch wenn man eine Wohnung hat, eine Mietwohnung, man kann auf dem Balkon auch ganz viel machen und ja, ein bisschen, ja, selbstständig und unabhängig zu werden, das liebe ich am meisten. Und die Calycia fragrans, das ist die Heilpflanze der Zukunft. Ich habe 21 Rezepte von dieser Pflanze für die Heilung. Also man sagt dieser Pflanze auch nach, dass sie alle möglichen Krankheiten heilen kann. Auch schwerwiegende. Und ich habe das auch schon sehr oft, ich trinke da manche, ich habe auch so eine Pflanze zu Hause. In der Schweiz ist sie verboten. Man glaubt ja nicht, dass Pflanzen verboten sein können. Aber warum ist sie verboten? Weil sie einfach zu heilsam ist. Ich habe dann über Ecken, über Freunde in Deutschland, konnte ich dann diese Pflanze organisieren und die haben sie mir dann in die Schweiz gebracht. Ja, es ist ja wirklich interessant, dass eine Pflanze ja, verboten ist. Dann erzähle ich euch noch im 7. Kapitel Manuka-Honig. Das ist der Honig aus Neuseeland, auch sehr, sehr hohe Heilwirkung. Kennt das vielleicht jemand, den Manuka-Honig? Schreibt doch mal in den Chat, ob ihr den kennt. Aprikosenkerne und ihre Heilwirkung, das ist auch sehr interessant, darüber redet ja auch niemand. Vergessene schamanische Kräutermedizin, schamanische Öle. Und dazu habe ich ein Skript mit 19 Seiten praktischen Übungen. Und am Ende gibt es eine kleine Aufgabe. Ja, das sind so ein bisschen meine Themen, die mir so am Herzen liegen, die ich den Leuten mitgeben möchte. Ja, sich selbst selbstständig und unabhängig zu halten. So, mein Kurs Ganzheitliches Heilen hat 112 Seiten. Es hat einen Wert von 999 €. Es gibt noch den dreiteiligen Gratiskurs als Bonus 380 €. Und es hat einen Wert von 1.379 €. Aber es wird noch viel besser. Und zwar habe ich hier noch eine kleine Übersicht gemacht, weil jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, die Gesundheit und deine Gesundheit in deine eigenen Hände zu nehmen. Und hier in meinem Kurs lernst du die wichtigsten Gesundheitstipps, wie du in Zukunft selbstständig und unabhängig wirst. Also du bekommst jetzt dieses Modul. Plus das Gratismodul, du hast noch 112 Seiten immer zum Nachlesen, die Mitgliedschaft, Facebook-Gruppe. Wir treffen uns einmal im Monat zum Zoom-Call. Und das hätte jetzt einen Wert von 1.379. Aber ich habe ja gesagt am Anfang, ich habe ein Geschenk für euch. Das wäre zum Beispiel der Betrag, der ein Teilnehmer meines Coachings bezahlen würde, wenn ich ihn persönlich betreue. Aber auch meine Coaching-Teilnehmer, sie haben auch erkannt, dass man in sich investieren muss. Und dank Wissen, ich sage immer, Wissen ist Macht, das kann einem niemand wegnehmen, um selbstständig und unabhängig zu sein. Hier habe ich noch ein Feedback von meinem Kunden. Er sitzt in Kalifornien und ja, er sagt da, ich habe einen riesigen Regenbogen an Wissen und er kannte das auch vieles nicht und ich habe ihm auch mit Fernheilung viel geholfen und mit, ja, Tipps und Tricks aus meinem schamanischen Wissen. Aber ich mir ist natürlich schon bewusst, dass in der heutigen Zeit 1.379 € einfach zu viel ist. Obwohl ich sagen muss, das Investment ist es absolut wert. Die Frage ist, ja, was wäre es denn dir wert?
Wenn du nie wieder stundenlang in einem Wartezimmer eines Arztes warten musst, wenn du mit dieser Abkürzung selbstständig unabhängig Wissen aneignen kannst und wenn du damit in Kürze deine Gesundheit für dich und deine Familie in die eigene Hand nehmen kannst. Und du hast natürlich viel, viel mehr übrig und hast viel mehr Budget. Wissen ist Macht, sage ich immer, und schamanisches Heilen ist unbezahlbar. Und darum biete ich dir diesen Kurs für dich an. Und zwar nicht für 1.379, nein, es wird noch viel besser. Das wäre der Normalpreis. Bis zum 30.03. habe ich noch mein Sonderangebot zur Produkteeinführung. Und ich mache jetzt dieses Angebot für 6,79 Euro. Du hast den Skript, die Mitgliedschaft, unseren Zoom-Call und noch ein Geschenk. Es gibt nämlich noch ein Geschenk. Ja. Und ich tue den Link mal in den Chat posten. Kleinen Moment. So, falls es euch interessiert, hier ist der Link, da könnt ihr gleich draufklicken zu diesem einmaligen Premium-Angebot. Aber es ist noch nicht vorbei, ich setze noch einen drauf. Du hast nämlich absolut kein Risiko. Wenn du jetzt sagst, du hast innerhalb von 30 Tagen hast du nicht mehr Wissen angeeignet, obwohl du alle Lektionen gemacht hast, bekommst du dein Geld zurück. Und das ist so. Und das ist auch so bei Digistore eingerichtet. Digistore ist mein Service Provider. Und ich kann auch euch diese Garantie geben, weil ich ganz genau weiß, dass mein Kurs sehr, sehr viel Wissen enthält. Mit diesem Kurs wirst du selbstständig, unabhängig Wissen aneignen, nicht mehr stundenlang beim Arzt warten und deine Gesundheit selbst in die Hand nehmen. So, bevor ich nun die häufigsten Fragen beantworte, noch einen enorm wichtigen Punkt. Viele Leute denken, ja, dann kaufe ich den Kurs und dann bin ich alleine. Nein, so ist es auf keinen Fall. Ich biete nämlich euch einen unlimitierten Support. Ich beantworte euch immer eure E-Mails, wenn ihr Fragen habt. Wir sind Family, der Living Harmony Family ist mir das sehr wichtig. Du bist niemals allein. Und wir machen unseren monatlichen Zoom-Call. Und es ist mein Geschenk. Und damit beseitigen wir alle Hindernisse, die dir bisher den Erfolg auch gekostet haben. Nun hast du jedoch zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du tust einfach nichts. Du machst weiter wie bisher. Du hoffst auf ein Wunder, dass sich das Leben dann irgendwann mal verändert. Und es wird nichts passieren. Und das weiß man ja auch. Oder die zweite Möglichkeit. Du investierst jetzt in dich selbst, in dein Wissen, in die konkrete Umsetzung und du übernimmst das Ruder für dich und deine Familie. Und hast du dir schon mal überlegt, was wäre, wenn morgen die Apotheken dicht machen? Und das Ganze ohne Risiko. So, nun mein Prima-Angebot, 679 einmalig heute. Und was ich auch noch mache, man kann es ja auch in Raten zahlen. Aber ich möchte dir nun eine Frage stellen und habe danach noch ein Geschenk für die ersten 20 Teilnehmer. So, wie würde dein Leben aussehen, wenn du jetzt für dich, für diesen Kurs entscheiden würdest? Nie wieder stundenlang für einen Termin bei einem Arzt warten musst. Und wenn du innerhalb weniger Monaten mehr Zeit und mehr Geld zur Verfügung hast, weil du nicht mehr in eine Apotheke musst. Und wenn du endlich auch all das machen könntest, was du dir immer gewünscht hast und viel gesünder bist und Ende des Monats mehr Budget übrig hast. So, wie würde dein Leben aussehen? So, schön am Strand von Mauritius, gesund und voller Lebensfreude. Das wäre doch absolut fantastisch für uns. So, wie ist das wirklich? Ja, für mich und meine Kunden ist es doch ganz normal, dass wir selbstständig und unabhängig der Meister unseres Glücks und unserer Gesundheit sind. Auch meine langjährigen Kunden haben sich dieses Wissen angeeignet und setzen es auch tagtäglich um. Weil ich sage immer, Wissen ist Macht. Was wir wissen, kann uns niemand wegnehmen. Man kann uns den Fernseher wegnehmen, man kann uns das Auto wegnehmen, aber was wir alles hier in der Birne haben, das kann uns niemand wegnehmen. Ich habe euch noch ein Beispiel von einer Klientin, die wurde mit Arthritis diagnostiziert.
Sie war auch damals 55, Flugbegleiterin, und sie hatte Arthritis in den Füßen. Sie konnte keinen Sport machen, sie hat noch Ballett gemacht. Und sie kam dann zu mir und meinte, ja, sie hätte diese Diagnose, sie hat fürchterliche Schmerzen, was soll ich machen? Ja, und was habe ich ihr empfohlen? Ich habe ihr gesagt, trink mehrmals täglich gefrorenes Leitungswasser. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es hat auch mir geholfen, und da möchte ich auch diese Geschichte teilen. Gefrorenes Leitungswasser tut man dann in eine so PET-Flasche einfrieren, abfüllen, PET-Flasche einfrieren, wenn das eingefroren ist, auftauen und das Wasser trinken. Und meine Klientin hat das 6 Wochen gemacht. Jeden Tag hat sie so 1 Liter gefrorenes Leitungswasser getrunken. Und nach 6 Wochen war der Arthritis weg. Es war so genial, das zu erleben mit ihr. Und ja, ich bin mega happy. Und das ist ja auch wieder so etwas. Es ist gratis Wissen. Also es Wissen, ja. Es kostet ja nichts. Leitungswasser kostet ja nichts. Und das füllt man ab und trinkt es. Habt ihr davon schon mal gehört? Das würde mich jetzt auch mega interessieren. Schreibt mal eine 1, ob ihr damals davon schon mal gehört habt, dass gefrorenes Leitungswasser gegen Arthritis hilft. Ich habe eine Geschichte von mir noch persönlich. Ich hatte ein Knie, das hatte ich kein Gefühl mehr im Knie. Es war wie taub. Und ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe auch 8 Wochen, bei mir ging es ein bisschen länger, ich habe 8 Wochen lang Leitungswasser getrunken, also das gefrorene Leitungswasser in eine PET-Flasche abgefüllt, eingefroren, aufgetaut und dann getrunken. Und ich habe gemerkt, jeden Tag ging es mir besser. So mein eingeschlafenes Bein, ja, tauchte wieder auf, und es war wirklich sehr, sehr magisch. Also ich bin nie zu einem Arzt gegangen, überhaupt nicht. Weil ich sage, ich würde sagen, meine Knochen in die richtige Richtung schauen, gehe ich auf keinen Fall zu einem Arzt. Und mein Knie, das so richtig taub war, als wie wenn man zum Zahnarzt geht und man bekommt eine Spritze, dieses Taubheitsgefühl, das war dann weg. Und ich habe sehr schnell gemerkt, wie sich denn, ja, der Genesungsprozess ging sehr, sehr also schnell. Ich habe gemerkt, es tut sich was, es wird besser, aber es hat bei mir 8 Wochen gedauert. Bei meiner Klientin hat es jetzt nur 6 Wochen gedauert. Und ich finde es so faszinierend, wie man so, ja, mit Sachen gesund wird, die nichts kosten. Ja, schreibt mal in den Chat, ob ihr das gekannt habt mit dem. Ja, das wusste ich so nicht. Ja, danke Jenny fürs Feedback. Ja, das ist wirklich mega. Und da möchte ich auch mit euch so viel kostenloses ja, Heilungswissen teilen. Weil ich habe das von meinem Lehrer natürlich gelernt, vom schamanischen Heilen. Und durch das Eingefrieren, das wollte ich noch sagen, durch das Einfrieren von Wasser, das Wasser verändert die Moleküle. Also man nimmt Leitungswasser, friert es ein, taut es wieder auf, und man muss es ja nicht kalt trinken. Zimmertemperatur ist ja eh nicht gesund, kalt trinken. Und ich finde das total faszinierend, und darum will ich ja auch dieses Wissen weitergeben. Also probiert es aus, es kostet nichts. So, das funktioniert für alle, die Menschen, die sich für Heilung und Selbstheilung interessieren, und auch für dich. Aber ich habe ja noch ein Geschenk versprochen. So, die ersten 20 Teilnehmer meines Kurses bekommen von mir noch persönlich Planetencode, Astrologie und Numerologieberatung. Ja, das war auch Teil meiner Ausbildung. Schamanisches Heilen ist Planetencode, Astrologie und Numerologie. Ich arbeite da mit dem Tetragramm. Ich analysiere deinen Geburtstag, deine Stärken, deine Herausforderungen. Und ja, da kriegst du das auch noch, so eine Auswertung. Und das gehört alles auch noch zu meinem Package dazu, weil das ist etwas auch ganz Faszinierendes. Das gehört auch zum russischen Schamanismus, dieses Pentagramm. Und das sieht man auch. Ja, wo fehlt's? Geld und Glück und Liebe. Ja, und das möchte ich euch so von mir als Geschenk noch mitgeben, so eine Beratung. Und
Das machen wir dann über Zoom. Wenn ich das dann ausgewertet habe, kontaktiere ich euch für einen Termin und dann können wir das alles über Zoom machen. Ja, wenn dir das jetzt bis jetzt immer noch gefallen hat, dann kannst du dir das Angebot jetzt sichern und kannst auf diesen Link klicken. Seht ihr alle den Link? Ich habe es euch jetzt in den Chat geschrieben. So. Ja, und denk einfach daran, ihr habt wirklich absolut kein Risiko. Und ich möchte einfach das nochmal daran erinnern, was du alles bekommst, wenn du jetzt handelst. Du hast einen siebenteiligen Kurs Schamanisches Heilen. Jede Lektion hat ein Skript, total 112 Seiten, Mitgliedschaft der Living Harmony. Wir machen Community, Zoom-Call jeden Monat. Und Bonus ist natürlich das Schamanische Heilen. Und der zweite Bonus für die ersten 20 Teilnehmer, Astrologie und die Numerologieberatung. Und das gehört alles so zum Gesamtpaket. Ja, was passiert, nachdem du den Button klickst, den ich jetzt hier gerade in den Chat reingetan habe? Seht ihr eigentlich alle diesen Link? Ja, was passiert danach? Dann kommst du, klickst da drauf und die nächsten Schritte dann, du kommst dann in den Digistore. Du kommst auf das Bestellformular meines Partners Digistore. Gibst die Bestelldaten ein, sicherst dir deinen Platz und du hast sofort Zugang auf alle Inhalte und bist in einem Mitgliederbereich. Und das sieht dann etwa so aus. Dann kommt diese Seite, nachdem du auch geklickt hast. Herzlich willkommen zum Modul über ganzheitliches Heilen. Und da habe ich alle die Kurse nochmal aufgelistet und jede Lektion ist so zwischen 30 und 40 Minuten oder 25 und 40 Minuten. Je nachdem. Also nicht allzu lang und nicht allzu kurz, so recht übersichtlich. Und was ich euch anbieten möchte, weil mir das so wichtig ist, dass das alle machen können, ich möchte euch auch Ratenzahlungen anbieten. Erste Zahlung 199, zweite Zahlung ist dann 240, die dritte auch 240. Wenn ihr in Raten zahlt, wird es halt ein bisschen teurer, 10 Euro teurer, oder ihr macht einfach die Einmalzahlung für 6,79. Und eines kannst du mir wirklich, wirklich glauben. Ich habe mein ganzes Herzblut in diesen Kurs gesteckt. Das ist mein Baby. Ich habe über 8 Monate an diesen Kursen gearbeitet. Ich habe wirklich alles reingesteckt, damit so viele Menschen wie möglich profitieren können und lernen können. Es war sehr herausfordernd, das auch zu machen. Und ich habe auch wirklich lange perfektioniert. Ich habe mir noch mit einem, ich hatte ein spanisches Team. Ein Editing-Team, die haben mir dann so ein Intro noch gemacht, ein Outro, damit es auch wirklich auch professionell kommt. Und natürlich, ich habe alles zuerst in der Praxis bei mir auch getestet. Und ich wollte halt auch unbedingt das perfekte Werkzeug mitgeben und aufzuzeigen, dass es für so viele Sachen Lösungen gibt, damit Sorgen um Gesundheit, Geld und Liebe auch beseitigt werden können. Darum, ich bin auch mächtig stolz auf meinen Kurs über schamanisches Heilen. Also, ich habe den Kurs in Deutsch gemacht, ich habe den auch auf Englisch und ich habe den noch auf Englisch mit spanischen Untertiteln, falls das noch jemand interessiert. Und mein Ziel ist es natürlich auch, dass alle meine Kunden erfolgreich sind. Und falls, vielleicht zögerst du immer noch und denkst, oh, das ist doch alles eine Sekte, Hokuspokus, nur für Spinner. Das Investment ist vielleicht viel zu hoch für dich, aber denke daran, was du heute in 20 Minuten Webinar schon erfahren hast. Du hast erfahren, was das Wort Schamanismus heißt, was schamanisches Heilen heißt, Gratistechnik, Depression und Burnout, Magenbeschwerden und Löwenzahnblüten, wie das zusammenhängt und wie man schnell und effektiv Grippesymptome lindern kann. Schamanisches Heilen ist für dich. Auch wenn du absoluter Anfänger bist. Und das haben auch schon zahlreiche meiner Kunden, hat es auch schon wieder geholfen, gesund zu werden. Man braucht überhaupt keine Vorerfahrung. Man will auch einfach nur selbstständig und unabhängig gesund werden. Und Wissen aneignen. Man will doch mehr wissen als alle anderen.
Und schamanisches Heilen ist für dich, wenn du ja überhaupt keine Erfahrung hast. Und es kommt darauf an, auch wie du denkst und fühlst. Und auch dein Mindset ist natürlich schon auch wichtig. Und schamanisches Heilen ist erst recht für dich, wenn du keine Ahnung von Selbstheilung hast und aktuell vielleicht selbst noch zweifelst. Und darum, ja, dein Investment heute ist 6,79 € heute zum Spezialpreis. Ab 1. April steigt der Preis auf 750 € und natürlich mein Geschenk an euch als Dankeschön auch die Numerologie und Astrologieberatung. Und das ist auch wirklich sehr, sehr spannend, was alles in eurem Geburtstag drin steckt. Im Geburtstag sieht man, ja, man sieht alle Planeten, das heißt auch Planetencode. Man sieht, jede Zahl ist einem Planeten zugeordnet und jede Zahl hat seine Bedeutung und seine Schwingung. Und es ist wirklich sehr spannend und das lohnt sich schon, diesen Kurs zu kaufen für die Beratung. Ja, viele Leute kaufen natürlich teure Kosmetikprodukte, iPhones, man geht in teure Urlaube, man kauft ein Handtäschli und man gibt jeden Monat viel Geld aus, das nie wieder zurückkommt. Ja, meistens auch mit den Handtaschen. Irgendwann hat man schon die 20. Irgendwie benutzt man dann immer doch noch die gleiche. Und damit sage ich so, ja, ein Investment in das Wissen, das kann dir niemand wegnehmen, zum Sonderpreis von 679 € plus Mehrwertsteuer. Und vergiss nicht, du hast absolut kein Risiko, weil du kannst es wieder innerhalb von 32 Tagen zurückgeben, wenn du sagst, das habe ich schon eh alles gewusst. Heute ist der perfekte Zeitpunkt. Und darum sichere dir noch dieses Angebot, bevor ich das, ja, ab 1. Mai wird es dann eben etwas teurer. Jetzt habe ich hier so ein Dings drin. Einen Moment. Ja. Bevor ich nun diese Präsentation beende, möchte ich nur noch einen Gedanken mitgeben, der mich persönlich sehr motiviert hat, aktiv zu werden. Stell dir vor, wenn du das Wissen aus dem Kurs schon vor einem Jahr gehabt hättest, mit diesem Wissen hätte ich zum Beispiel persönlich meine krebskranke Mutter viele Alternativen zur Chemotherapie bieten können. Meine Mutter wurde 2019 mit Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und 2019 hatte ich noch nicht so viel Wissen, wie ich jetzt 5 Jahre später habe. Und ich frage mich dann manchmal, wäre meine Mutter noch am Leben, hätte ich dieses Wissen schon damals gehabt? Man weiß es nicht, aber ich habe jetzt wirklich so viel Wissen angeeignet. Ich hätte ihr auf jeden Fall Alternativen anbieten können, aber damals vor 5 Jahren. Ja, man ist halt so gehirngewaschen, dass man halt immer nur dieses Gift von Chemotherapie kennt und kennt ja nichts anderes. Ja, du hättest vielleicht auch viele Situationen vermeiden können. Wärst du nicht mehr hoffnungslos und verzweifelt, sondern hättest auch schon einigen Monaten direkt deine Gesundheit und dein Glück selbst in die Hand genommen. Und was wäre, du würdest dir und deiner Familie vielleicht jetzt zur Seite stehen und viel Wissen weitergeben und unnötige Arztkosten vermeiden, so dass mehr übrig bleibt für Urlaub, Auto und vielleicht auch schicke Restaurantbesuche. Aber es ist noch nicht zu spät. Wenn du heute nicht startest, wirst du dich vielleicht in einem Jahr ärgern. Das ist sicher. So, der zweite Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt wäre für dich vor einem Jahr gewesen. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Und wie ich gesagt habe, meine Community, wenn du jetzt startest, am 3. April, das ist gleich nach Ostern, haben wir unseren ersten Community-Call mit meinen Kunden, die im Januar, im Februar gekauft haben. Und so können wir uns alle austauschen und natürlich Fragen stellen zum Kurs. Und darum ist jetzt der beste Zeitpunkt, jetzt zu starten. Und darum sichere dir das Premium-Angebot jetzt, weil ab 1. April werde ich die Preise erhöhen. So, die Präsentation ist zu Ende. Handle jetzt,
setzt das Wissen praktisch um und du hast absolut kein Risiko über für meinen Kurs. Du kannst den Kurs eben, wie ich gesagt habe, 30 Tage, innerhalb von 30 Tagen kannst du ihn zurückgeben, wenn du sagst, ich habe das schon alles gewusst. Ja, und somit ist die Präsentation zu Ende. Ich mache dann noch eine Fragerunde. Ich tue jetzt einfach mal die Aufzeichnung beenden. Kleinen Moment. Ich drücke da mal auf den Knopf. Aufzeichnen.